Ja, das wäre der Robin Hood gewesen. Ja, moin. Bremerhaven. Heute ist Bogenkino angesagt bei mir. Wie gehabt, ne? Folgt ihr mit? Bleibt dabei. Sonst macht aus. Und ich sag tschüss. Ja, auf jeden Fall hier Bremerhaven. Was haben wir denn hier? Fangen wir mal da hinten an. Fernsehturm. Schifffahrtsmuseum. Da ist das Mediterraneo. Bisschen zum Einkaufen. Dahinter ist hier City Hotel. Was haben wir dann noch? Ja, Klimahaus, Auswandererhaus. Also wenn ihr herkommt zum Urlaub machen, mal gucken, ob sich das lohnt mit dem Bogenschießen hier. Also ich gehe da mal rein. Tschüss. Ja, da ist der Eingang. Aber ich habe noch keine Werbung gesehen hier draußen. Das kommt wohl alles noch. Die haben wir noch gar nicht lange offen. Das Einzige ist, ist an der Tür. Hier müsst ihr rein. Bogensport Olymp. Ja, gleich geht das los. Kriege hier meine Einweisung. Das ist der erste Raum. Bombenwetter war mit bei. Also man müsste heute nicht drin schießen, aber ich will es ausprobieren. Klasse. Echt gut. Ja, die anderen Räume zeige ich euch nachher. So, jetzt geht das los hier. Einführungsvideo. Damit wir auch wissen, was wir zu tun haben. Beachte bitte unbedingt die folgenden Hinweise, damit du und deine Mitschützen auf dem Gelände Spaß habt und heraus, mit welcher Seite du schießt. Nimm einfach einmal die Position ein, so als würdest du den Bogen halten und zielen. Intuitiv wirst du dich für die für dich richtige Seite entscheiden. Ja, das war doch super. Schnelle Einweisung, jeder weiß, was er zu tun hat. Und jetzt geht er los. Ne? Und jetzt geht er los, genau, wir sind schon ganz gespannt. Bogenolymp, jetzt geht's los hier. Skade, zeig mir das Ganze. Leihbögen habt ihr alles hier, die Snakebögen oder die für Fortgeschrittenere. Genau, in den Kursen, die wir geben, in den Pro-Kursen, da ist immer eine Stunde ganz normales Erlernen des Bogenschießens von der Pike auf. Ja. Also ganz frisch. Ja. Ne? Für die, die das können, das sehen wir auch relativ schnell. Dann können wir da ein bisschen zügiger fortschreiten und dann kann man natürlich in den Genuss kommen, so schnell wie möglich auch auf die Leinwand zu schießen. Wenn wir den Kurs machen, verwenden wir ganz klassisch, das kennt ihr alle, ne? Die ist auch schon leicht hier angelöchert, also ein paar Kurse haben schon stattgefunden, machen wir jetzt nicht dran, weil brauchen wir bei dir ja nicht. Ne? Wir haben hier einen normalen Recurve, den so kennt ihr natürlich auch, rechts, links. Wenn man Linksschütze ist, haben wir natürlich auch, der ist dann in Silber, der hier ist jetzt mal ganz schlichtweg in Schwarz. Keine Billiggeschichte, wir verwenden tatsächlich mal BNS. Wobei wir keine Schleichwerbung machen wollen. Wir sind auch flexibel, wir haben auch noch ein paar andere Dinge. Das hier wird doch keine Werbung, ich habe meinen Kurs hier komplett bezahlt. Ne? Also ich mache hier nichts Schönreden oder sowas. Nein, wir haben Carbonpfeile, auch unsere Kiddies. Ab 6 Jahren geht es bei uns ja los. Auch die schießen mit Carbonpfeilen. Also überhaupt keine Probleme. Das stellen wir aber heute für dich extra beiseite, weil du hast ja den Wunsch geäußert, du möchtest mit unserer Basic-Variante schießen, also ja, ganz normal unseren Roland Snake. Und du kannst deine eigenen Pfeile verwenden. Wichtig ist uns nur generell, dass wir bitte, bitte, bitte keine Fehlspitzen, bitte, bitte immer auf Bullet entsprechend umsteigen. Das Material soll noch eine Weile halten. Genau, du sagst ja auch, man kann eigenes Material mitbringen. Man kann eigenes Material mitbringen. Wir gucken uns natürlich immer an, mit was ihr schießen wollt. Ganz klar, weil unsere Haus, unsere Regeln logischerweise. So gehört sich das, ne? Genau, so sieht es aus. Und maximal, wenn man auf der Hand 40 Pfund hat, das darf man hier auch schießen. Mit unserer Genehmigung ist das kein Problem. Also Urlaub machen hier in Bremerhaven, Bogen mitbringen. Genau so sieht es aus, richtig. Komplette Ausrüstung, Pro-Kurs, entsprechend buchen über unser Internet, bogensport-olymp.de. Dann könnt ihr alles weitere erlesen, erfragen, E-Mail schicken, anrufen, wie auch immer. Ja. Manchmal gehen wir auch ans Telefon, aber nur dann, wenn wir keine Kurse haben. Du wirst sogar zurückgerufen manchmal. Ja, aber das klappt, richtig. Okay, jetzt zeige ich dir, wie das mit der Technik funktioniert. Genau. So, du kannst also einzeln rüberschieben, ja, und kannst dann entsprechend einzeln starten, wenn du das möchtest. Das, was du hier jetzt auf dem Bild siehst, das erscheint dann natürlich so hübsch da vorne. Oh ja. Ne? Mhm. Und
Dann ist das also eine Sequenz, die hier läuft. Du hast im Prinzip 6 Pfeile, um den zu treffen. Ja. Na? Und du wirst dann auch sehen, wenn, machen wir dann ja sowieso deine ersten Schüsse, wenn dann Einschläge da sind, siehst du dann auch, ob du, auf Deutsch gesagt, richtig gelegen hast in der Killzone. Ja. Na? Was würde ich denn schaffen, fragen wir mal ganz so, wenn ich jetzt hier ankomme, ich sage, die Stunde, die man nun gebucht hat, oder als erste Runde schießt du ja 2 Stunden. Würde ich alles schaffen oder? Nein, bei weitem nicht. Okay. Also das heißt immer wiederkommen, weil jeden Monat kommen 12 Clips dazu. Das summiert sich auf und wir sind jetzt schon bei über 400. Darfst also gerne dann auch mal auf Luftballons schießen und sowas, ne? Spaß haben, gar nicht irgendwo weiter nachdenken. Ja. Hunting ist natürlich auch eine Sache für Jäger, falls es bei euch welche gibt. Die können hier wirklich richtige Trainings draufsetzen. Das ist gar kein Problem. Games ist auch klar, Spaß haben. Targets ist tatsächlich auch Standgeschichten. Dann hast du fixe Punkte. Dann ist keine Bewegung, zwar im Hintergrund ein bisschen, aber auch hier kannst du Trainings draufsetzen. Kommt also immer drauf an, was du gerade vielleicht vorhast zu trainieren, Stand, Haltung, Atmung, wie auch immer, deine Daumentechnik perfektionieren, ne? Also all das ist hier unendlich möglich. In unseren Schießkinos sind die Videoclips überall gleich. Ja. Also da sind die Auswahl ist immer identisch. Ja. Schwarzsichtraum habt ihr auch, ne? Wir haben auch einen Schwarzsichtraum. Den muss ich mir nachher mal angucken. Eins habe ich aber jetzt noch. Ich habe jetzt praktisch, ich schieße mit 6 Pfeile. Ja. Immer das gleiche Tier oder sobald ich eins getroffen habe, kommt das nächste? Oder schieße ich 6 Pfeile pro Tier? 6 Pfeile pro Tier, ja. In diesem Raum übrigens gibt es die Möglichkeit 24-7 zu schießen. Das heißt also, wenn man Grundkurs, Aufbaukurs und Materialkunde bei uns gemacht hat, das sind 3 Stunden, die man intensiv nutzt, und dann bekommt man, hat man die sogenannte Platzreife, das kennt ihr beim Verein ja auch. Ja. Ne? Und dann dürft ihr die Räumlichkeiten hier außerhalb der Öffnungszeit auch nutzen. Mhm. Ihr bekommt also einen Transponder, damit kommt ihr ins Haus und auch hier oben an die Tür. Und dieser Raum ist dann entsprechend geöffnet für die 24-7. Klasse, also ordentliche Bogenschießen hier. Genau. Super. Sehr schön. Klasse. Wunderbar. Ja, dann suchen wir mal was Schönes raus. Ich starte mal. Genau, und jetzt siehst du, ne, wie ich schon sagte. Fast Kill. Fast Kill, genau so sieht's aus. Also er wechselt, ne? Das ist also sehr viele Möglichkeiten jetzt. Ja. Natürlich auch möglich, ist dann aber eine Preisfrage. Genau. Hey! Ja, super, cool. Aber wenn man... wenn man jetzt wirklich richtiges Training macht, dann kommt es vielleicht auch darauf nicht an. Aber ansonsten, wenn man in der Gruppe ist, maximal 8 Personen in einem Raum und 4 Personen gleichzeitig schießen. Das ist so das, was man beachten muss. Es finden ja auch Events statt, also sämtliche Art, was man feiern kann. Ne? Vom Junggesellenabschied bis hin zu Kindergeburtstagen, Firmen-Events. Ne? Das ist gut. Eine Firma hat natürlich auch die Möglichkeit, das, die gesamte Etage zu bieten. Ja? Das ist natürlich die Aufgabe, die Kleinen zu treffen, die da so von hinten hervorgeschossen kommen. Na? Also nicht die Großen, das ist zu einfach. Ja, probieren wir mal mein Glück. Na dann, ich bin gespannt, hast du ein bisschen Zeit? Wie gesagt, ich bin leider nicht da. Ganz ehrlich, Pfeile, butterweich zum Rausziehen. Und so, klasse, echt gut. Sehr schön. Immer wieder neue Herausforderungen. Ja. Ja, das war noch kein Robin Hood-Schuss. Den möchte ich auch nicht schießen. Ja, gut, das ist, wenn sowas sein sollte, dann ist es so, oder? Dann darf man den Pfeil mit nach Hause nehmen. Fall schießt du hier im Trockenen. Du hast die Auswahl, alles Mögliche zu schießen. Und die schießt noch nicht lange. Wie lange bin ich jetzt damit bei? Keine Ahnung, eine halbe Stunde ungefähr. Ich weiß nicht, auf die Uhr geguckt, aber müsste so eine halbe Stunde ungefähr sein. So, jetzt Schwarzlicht.
Schwarzlicht ja, noch nicht, weil ich habe mir jetzt Games und Dinos ausgesucht bei Schwarzlicht. So, jetzt lassen wir erstmal ein paar Games. Und ich mache jetzt tatsächlich hier Licht aus. Ja. Toll. Das normale Licht. Genau, ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist nochmal eine andere Entfernung, weil es ist kürzer. Alles leuchtet. Ja. Hat so ein bisschen was wie Duellschießen, ne? Ja, hat es. So, jetzt taucht irgendwo dann wieder was anderes auf, genau. Ist eigentlich ganz spannend, ne? Weil ja, du relativ lange auch halten kannst. Und ganz ehrlich, die Entfernung mir jetzt zu nett. Das ist nee, ne? Nee. Auf keinen Fall. Jetzt darfst du nochmal wieder aspirieren. Ja. Das kennst du ja schon, ja, genau. Und zwischendurch hin, Pfeile ziehen, weiterschießen, klasse. Na, auf Aspirin hast du dich schon eingeschossen, ne? Du bist echt zügig hier. Und der Bogen schwer mir echt von. Ich fand ihn richtig klasse. Ja, das sagt er ja, stimmt das schon. Guck mal, jetzt kriegst du noch. Ich höre hier gar keine Begeisterungsstürme hier. Ich kann nicht klatschen im Moment. Also, er schießt ja. Das Coronavirus. Ja, ja, genau. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt Neonpfeile gekriegt. Und Leute, sieht das nicht richtig klasse aus hier? Also, toll. Toll, toll, toll. Oh Mann, Corona schießen. Aber jetzt sieht man natürlich die Pfeile. Jetzt hast du. Ich muss ja noch ein bisschen schweren von hier. Ja, ja, ja. Oh ja, das ist auch hübsch. Bis jetzt habe ich nur Schwarzlicht Minigolf gespielt. Aber er weiß, wo er hinziehen muss. Also die Killzone, die kennt er schon. Haha, siehst du? Vorderlauf, Schulterhöhe. Und noch das Schultersblatt, genau. Deswegen reichen diese 18 Pfund vollkommen aus. Aber das mit den Neonpfeilen ist der Hammer. Nein, du kannst hier Basketball spielen zwischendurch und ich habe jetzt anderthalb Stunden hinter mir. Ich brauche erstmal eine Pause. Aber brauche ich jetzt eine Brille? Ich glaube nicht. War toll hier, klasse. Auf jeden Fall stehe ich da jetzt mit drauf. Ja. Hat mir sehr gut gefallen hier. Auf jeden Fall, war klasse. Sommer wie Winter kannst du schießen. Schwarzlichtraum in der Stadt, genau. Parkplätze hast du hier mit Tiefgarage. Eigenes Material könnt ihr mitbringen. Bis 25 Pfund. Toll. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr schön. Wir freuen uns auf zahlreiche Buchungen von euch. Ja. Ciao.